Dann würde ich sagen, nehmt euch einen kleinen Moment noch Zeit, euch vielleicht etwas wärmer anzuziehen oder zuzudecken im Sitzen, denn wir werden heute nach einer halbwegs demokratischen Abstimmung keine Bewegung vorher machen, sondern die Zeit nutzen für Pranayama und Meditation. Ich habe vorgestern echt mich verrechnet. Es war 34 plus 7, habe ich 54, 44 gerechnet. War nicht so ganz richtig. Wir hätten noch ein paar Minuten länger. Ach nee, das war gar nicht hier, ne? Egal, jetzt quatsche ich nicht mehr. Ich gehe mal nach hinten. Also, vielleicht haben wir ja heute Zeit für noch ein bisschen mehr Stille. Ich würde gerne noch einmal, damit das einfach so ein bisschen Routine bekommt, die Wechselatmung machen, die wir letztens auch gemacht haben, mit den gar nicht wahr, die Wechselatmung, sondern Chandra, wie heißt das noch gleich? Boah, ich bin noch etwas verwirrt gerade. Wie heißt es denn jetzt nochmal? Mond. Ja, Mond, aber Chandra Bedana, ne? Bedana, ne, Tina? Kennst du noch? Bedana, genau. Also die Mondatmung. Hallo. So, das heißt, da wir jetzt auch abends haben, werden wir den Körper und unser Nervensystem auch eher darauf einstellen, uns jetzt auf Abend und runterkommen vorzubereiten. Das heißt, wir werden gleich ausschließlich durchs linke Nasenloch einatmen und durchs rechte Nasenloch ausatmen. Ja, und das ruhig so für, ruhig mal 7 Minuten, würde ich mal so sagen. Ja, das passt gut. Und danach dann in die Stille gehen. Und ich sage es mal vorab. Ihr könnt gerne hinterher, wenn wir in der Stille sind, noch in eurer Vorstellung damit weitermachen, links einzuatmen und rechts auszuatmen, für den Anfang zumindest, ja, auch ohne die Hand zu benutzen. Okay. Wenn ihr die Finger, den Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand einrollen könnt, ohne dabei Krämpfe in den Fingern zu bekommen, macht das. Ansonsten könnt ihr die beiden Finger auch auf die Stirn legen. Und dann den Daumen und den Ringfinger benutzen und die neben der Nase, also auf die Wange, neben der Nase ablegen. Schließt die Augen. Vertieft den Atem durch beide Nasenlöcher. Und nimm dir einen Moment Zeit wahrzunehmen, welches Nasenloch jetzt schon etwas geöffneter, etwas weiter ist. Welches vielleicht etwas verschlossener ist, wo es schwerer fällt, durchzuatmen. Wisst ihr was? Senkt die Hand nochmal nach unten ab, ruht den Arm nochmal einen Moment aus und fühlt jetzt ohne die Hand, welches Nasenloch ist weiter, welches ist geschlossener. Und ohne dass du deine Hand benutzt, stell dir vor, du könntest das andere Nasenloch, das etwas geschlossener ist, weiten. Es reicht dafür, meiner Erfahrung nach, mehr Aufmerksamkeit auf diese Seite zu lenken und dir mehr Weite vorzustellen. Beobachte, was passiert. Dann weite nochmal die Schultern und heb den ganzen Rumpf weg von den Hüften mehr nach oben an.
Und bring dann deine rechte Hand wieder an die Nase. Wenn der Arm müde wird, kannst du mit der linken Hand den Ellenbogen von unten auch stützen. Mit ganz lockeren Fingern nimm zwei tiefere Atemzüge durch beide Nasenlöcher. Und beginne dann selbstständig deine erste Runde, indem du die Hand etwas nach links schiebst, sodass rechts sich verengt und links etwas geweitet wird. Atme links ein. Schiebe die Hand rüber nach rechts, sodass sich links verschließt und du rechts ausatmen kannst. Dann wieder Hand rüber, links ein. Und rechts aus. Begegne Widerständen auf dem einen oder dem anderen Abschnitt mit Geduld. Und wenn ein Nasenloch, eine Nasenseite wirklich verstopft sein sollte, und dann ist vielleicht die Lösung, die Nase nochmal zu putzen. Oder mit dem einen Finger diese Wangenseite mehr nach außen zu schieben, während du einatmest oder während du auf der anderen Seite dann ausatmest. Alles, was hilft, ist erlaubt. Und wenn du so einmal einen Atemrhythmus gefunden hast, dann dehne deine Beobachtung aus, weg vom reinen rechts, links, ein, aus, hin zu den einzelnen Körperhälften, rechts und links. Fühle, was einatmend auf der linken Körperseite an Empfindungen da ist. Und in der Ausatemphase auf der rechten Seite. Wenn dir dieser Wechsel zu schnell ist, bleibe anfangs bei den Empfindungen auf der linken Seite.
Vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, nicht eine Hälfte als Ganzes zu fühlen, sondern wie in einem Kreis. Den Körper, die linke Seite von unten nach oben aufsteigend wahrzunehmen und die rechte Seite von oben nach unten abfallend. Lass so dein Bewusstsein durch den Körper kreisen, quasi im Uhrzeigersinn. Wenn du merkst, dass dein Sitz etwas kollabiert ist, richte dich erneut mehr auf. Finde aber direkt wieder die gleiche Ruhe, die du vorher etabliert hast. Noch drei Runden. Stell dich dann darauf ein, gleich ohne die Hände weiter zu üben. Weite ruhig nochmal mit beiden Fingern etwas nach außen, sodass die Nasenlöcher frei bleiben. Senk dann die rechte Hand ab. In deiner Vorstellung links ein, rechts aus. Entspann die Augen mehr. Kiefer und Zunge. Wenn du drohst abzuschweifen, dann bleibe bei diesen Kreisen von Bewusstsein durch den Körper und die Körperhälften. Wenn du merkst, dass du ruhiger und ruhiger werden kannst, dann ruhe auch mehr und mehr in deiner Mitte, unabhängig von rechts und links oder oben und unten. Noch einmal. Völlig erlaubt, zwischendurch zu wechseln, um Konzentration wieder näher heranzuholen oder auch das Bewusstsein wieder etwas weiten zu lassen. 5 Minuten in der Stille.
Egal, wo dein Atem jetzt gerade angekommen ist oder dein Bewusstsein angekommen ist, dehne den Atem wieder mehr aus. Und in der Fülle deiner nächsten Einatmung bring die Hände vors Herz und richte den Fokus jetzt auf deine Stimme. Atme gemeinsam aus und für ein abschließendes Om in Ruhe ein. Vielen Dank für heute. Boah, hell. Das war schon das letzte Mal donnerstags mir bewusst geworden. Diese Runde endet ja am nächsten Dienstag. Und der nächste Dienstag wird auch direkt der erste Tag der Dezember-Runde sein. Ich werde das Ganze einfach nochmal so machen mit der gleichen Aufteilung. Also wenn ihr nochmal mitmachen wollt, wird es dazu jetzt noch in den nächsten Tagen ein paar mehr Infos geben. Und die Tina zum Beispiel, ich kann das auch schon mal ankündigen, die Tina hat sich bereit erklärt, nicht nächsten Dienstag, sondern dann den Dienstag eine bestimmte Meditation anzuleiten oder eine bestimmte Technik anzuleiten. Dazu schreibe ich euch aber auch nochmal mehr dazu. Aber vielen Dank schon mal dafür, da freue ich mich drauf. Also nicht nächsten Dienstag, sondern dann den Dienstag, wenn ihr mitmachen wolltet. Okay, ich hoffe, wir sehen uns morgen früh, 7.30 Uhr. Yay! Schlaf gut, gute Nacht. Danke.